aber so richtig mit Schmackes, ja. Also was, man hat irgendwie was gegessen, es ist irgendwie was, ja, keine Ahnung, Giftiges und du wirst es sofort wieder rausbringen, ne? Also ein bisschen heftiger. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute erkläre ich dir eine Technik, die in der Saxophonwelt heiß diskutiert wird. Es geht um Slap Tongue. Hast du vielleicht schon mal gehört, auch unter dem Begriff Slap bekannt, ist ein Effekt, wo man durch sehr, sehr hartes Anschlagen, wenn du es so möchtest, mit der Zunge an das Blatt so einen ganz, ganz, ganz perkussiven Effekt erzeugt. Und ich muss dich heute vorwarnen in diesem Video, es kann sein, dass mein Blättchen heute im Laufe des Videos ein bisschen rot wird und die Zunge vielleicht auch den ein oder anderen Tropfen Blut verliert, weil das schon ein sehr, sehr körperlicher Effekt ist, also körperlich in der Hinsicht ist anstrengend. Ja, und wenn du das probierst, möchte ich dir gleich am Anfang sagen, ist ganz, ganz wichtig, dass du nicht erwartest, dass es sofort perfekt funktioniert. Nein, es kann nicht gehen. Ja, die Zunge ist ein Muskel und es muss sich erst entwickeln. Also wie bei allem, wie bei jeder Technik oder jeder Spieltechnik, die man lernt, du musst es regelmäßig tun und dann wird es besser und du wirst kleine Verbesserungen merken. Als allererstes nimmst du einfach mal dein Blatt, ja, ohne Saxophon, ohne Mundstück, legst es mal auf die Zunge, ja, und versuchst, die Zunge erstmal schnell vom Blatt wegzuziehen. Also legst die Zunge dran. Ja, und versuchst, ich hoffe, du kannst es so sehen, schnell die Zunge wegzuziehen. Ja, das ist erstmal die Grundbewegung erstmal. Wenn das funktioniert, dann versuchst du die Zunge so ein ganz kleines bisschen zu wölben. Ja, ich weiß, es ist nicht für jeden möglich, aber probier es, falls es dir möglich ist, die Zunge so ein ganz kleines bisschen zu wölben, an das Blatt zu legen und dann dir vorzustellen, du erzeugst ein kleines Vakuum darunter. Ja? Also, dass du wie, als wenn du dich mit der Zunge an dem Blatt festsaugen würdest, verhältst. Dann danach wieder die Zunge wegziehen. Ja, das wird mit dem Mundstück dann leichter, beziehungsweise mit dem ganzen Saxophon. Aber das ist erstmal die absolute Grundüberlegung, weil viele versuchen, Slap einfach nur durch so einen harten Anstoß zu gelangen. Und da zum Slap zu gelangen. Und das funktioniert nicht. Also das kann die Vorübung auch sein, wenn du mit dem Saxophon spielst, dass du erstmal den Ton sehr, sehr hart anstößt, um erstmal diese schnelle Bewegung mit der Zunge zu bekommen. Aber im Endeffekt geht es wirklich darum, dass die Zunge hier so ein kleines Vakuum drunter produziert und dann schnell wegschnalzt, damit dann dieser typische Effekt kommt. So, wenn wir jetzt bei der originalen Form oder, sag ich mal, schwierigsten Form des Slaps bleiben, haben wir am Anfang jetzt die Übung gemacht mit dem Blatt. Jetzt nimmst du am besten dein Mundstück, machst es nur damit, ja, nimmst es, so wie du es immer machst, in den Mund rein, Zunge unten dran, ja, und versuchst erstmal wieder, dass sich die Zunge ein bisschen festsaugt. Ne? Es ist von Vorteil, wenn man die Zunge dann wölben kann, wem das möglich ist, wem nicht. Dann musst du das trotzdem erstmal probieren, ob dir das vielleicht anders möglich ist. Generell ist es sowieso so, wir haben alle eine andere Anatomie und ich bin immer kein Freund davon, von diesen Aussagen, das funktioniert für jeden so. Ja? Das ist sicher nicht so. Jeder muss auch gewisser Art und Weise selbst gucken, wie das für einen funktioniert. Ja? Das ist nur eine generelle Richtung. Ja? Und wenn du, sag ich mal, die Zunge nicht so gut wölben kannst, dann ist es auf jeden Fall schwieriger, diesen Slap zu produzieren. Ich denke, es ist nicht unmöglich, aber es ist schwieriger. Und wenn du das hast, dann versuch, den Mund draufzusetzen, die Zähne drauf. Und die Zunge, wenn du sie dran hast, am Blatt schnell wegzuziehen. Es sollte ein kleines bisschen wehtun auch, weil das natürlich eine ungewohnte Bewegung auch für die Zunge ist und du hältst die ja in so einer recht starren Position. Ja, du kannst dann ein bisschen experimentieren, wenn der erste Slap funktioniert,
dass du auch mal guckst, wenn du es ein bisschen weniger machst, wenn du es ein bisschen härter machst, dass du den Ton auch durchlässt, ne? Wenn du da hier mal hinhörst. Ja, ich kann es auch so machen, dass danach noch ein Ton kommt, oder ich kann es ganz perkussiv machen. Ja. So, wenn das einigermaßen funktioniert, dann kannst du dein Saxophon anbauen, dein Mundstück auf dein Saxophon stecken und dann versuchst du es vorzugsweise mit tiefen Noten. Ja, ich nehme jetzt mal ein C. Ja, dieser Effekt. Die Zunge schnell wegziehen. Zwei Sachen sind noch wichtig, damit es ein bisschen leichter funktioniert. Nimm auf jeden Fall leichte Blätter. Leichtere Blätter. Ich habe jetzt hier auf einem Tone Edge 7 Stern Mundstück ein, ich glaube, Select Jazz D'Addario 3 Medium. Ist ein bisschen rot. das legst du nicht ganz normal drauf, sondern guckst auch, versuch dir das zu zeigen, dass du das ein wenig über die Mundstückkante legst. Also hier kannst du ruhig mal ein bisschen übertreiben, dass du vielleicht sogar gar nicht normal damit spielen kannst. Also schieb das ruhig mal ziemlich weit hoch. Ich hoffe, der Autofokus macht das mit. Siehst du das? Ja, ist auf jeden Fall drüber. Und dann sollte es auf jeden Fall leichter funktionieren. So, also leichte Blätter und das Blatt so ein bisschen über das Mundstück drüber schieben. Und auf tiefen Instrumenten, aber das ist nur meine Erfahrung, funktioniert es für mich besser. Also wenn du Tenor oder Bariton spielst, solltest du wahrscheinlich schneller zum Erfolg kommen als auf dem Sopran. Und du nimmst eine tiefe Note. Als Vorübung, wenn das gar nicht funktioniert bei dir, probier erstmal auf einer tiefen Note schnelle, kurze Anstöße. Oder harte, kurze Anstöße, besser gesagt. Für die Zunge. Ist vielleicht auch so gute Hilfe, wenn man sich vorstellt, dass man so ein bisschen was, wie wenn man was ausspuckt. Aber so richtig mit Schmackes. Ja? Also was, man hat irgendwie was gegessen, es ist irgendwie was, ja, keine Ahnung, Giftiges und du wirst es sofort wieder rausbringen. Ne? Also ein bisschen heftiger mit der Zunge dran schlagen. So, ich habe auch meinen Altsax dabei. Es geht auch auf dem Alt. Und mit einem mehr klassischen Setup. Ich habe hier ein Concept-Mundstück mit einem 3,5er Van Dornblatt. Ja, aber ich merke sofort, auf dem Alt ist es für mich auch anstrengender und mit mehr Aufwand verbunden, diesen Slap zu produzieren. Geduld, Ausdauer und regelmäßig üben ist hier das oberste Gebot. Als Inspiration verlinke ich dir unten in der Beschreibung mal zwei Videos von zwei Saxophonisten, die das unglaublich gut machen. By the way, es gibt nicht nur diesen einen Slap-Effekt, es gibt verschiedene. Die anderen zwei sind wesentlich leichter. Es gibt einmal den Open Slap oder auch Burst Slap genannt. Oder im Prinzip den ganzen Mund vom Mundstück wegziehst. Also legst die Zunge unten dran. Presst zu und reißt die Zunge schnell weg. Ja, und baust auch so ein bisschen Druck auf natürlich, dass hier quasi Luft reingehen möchte, die aber nicht reingehen kann. Ja, und nimmst das Saxophon aus dem Mund. Das solltest du eigentlich relativ schnell hinbekommen. Am besten funktioniert das mit einem tiefen Ton, C, H oder B. Ja, du bekommst, je nachdem, was für ein Saxophon du spielst, auf den tiefen Instrumenten funktioniert es meiner Meinung nach besser, weil du natürlich mehr Resonanz hast, einen sehr, sehr fetten, perkussiven, knalligen Sound daraus. Zweite Variante wäre der Invert Slap. Ja? Und zwar ist es im Prinzip, dass du nicht
machst mit der Zunge, also so wie ich es dir gerade erklärt habe, sondern du ziehst quasi Luft und machst hat. Ja? Beim Invert Slap kannst du dir im Prinzip die Silbe oder beim Sprechen vorstellen oder beim Spielen vorstellen, du machst hat. Ja, du gibst Luft schnell rein und schließt mit der Zunge zu. Also du reißt die Zunge nicht weg, sondern du schließt das Blatt mit der Zunge, während du Luft reingibst. Ja, wie so eine Art Cutting Note dann auch. Ruhig mal vielleicht vorher 3-4 Mal das so sagen, sprechen und dann mit dem Instrument. Ja, das war's schon für heute. Schreib mir doch in die Kommentare, wie du das findest. Kannst du damit was anfangen oder ist es eher schwer für dich? Das interessiert mich natürlich. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir einen Daumen nach oben da, abonniere meinen Kanal und ich freue mich auf dich bis nächste Woche. Mach's gut.